willkommen zu einem neuen Tutorial in der Tutorialreihe Grundlagen in AutoCAD 3D und ich möchte in diesem Tutorial zeigen, wie Sie diese Übung lösen können. Das heißt, wie man so einen 3D-Grundriss, also einen 2D-Grundriss entwickeln kann. Das ist ein Original-2D-Grundriss, das heißt, wir müssen den noch ein bisschen aufbereiten. Denn wenn wir hier mal schauen, wir haben hier diese Fenster als Blöcke eingefügt. Ja, und das ist eher ungünstig, ja, mit denen können wir dann schlecht arbeiten und deswegen werden wir diese Blöcke zerlegen, weil wir die nicht weiter benötigen. Ja, wenn man die benötigen würde, müsste man sie vielleicht dann vorher kopieren. Ja, in unserem Fall, wir brauchen sie nicht, deswegen werden wir sie zerlegen. Ich gehe in die Draufsicht und werde hier zunächst die Blöcke in den Ursprung zerlegen, damit ich dann die Möglichkeit habe, hier diese Fenster, also ich brauche halt für die 3D-Modellierung nur die Leibungen bzw. diese Fensterkonturen, aber nicht die Fenster selber. Und damit ich die ausschalten kann, weil die würden mich bei der 3D-Modellierung behindern, muss ich diesen Block zerlegen, weil man sieht hier, das gehört zusammen. Ja, also tue ich mir die Blöcke jetzt einfach auswählen. Dieser, hier ist auch noch einer, dieser und dieser. Jetzt müsste ich alle haben. Das ist hier, sind keine Blöcke, das ist hier einzeln. Und gehe dann hier auf Start, dann auf Ändern und finde hier den Ursprung. Jetzt habe ich das hier zerlegt, ja, jetzt kann ich hier, die Elemente sind jetzt hier einzeln ansprechbar und kann jetzt über Start und Layer die Layer ausschalten. Jetzt finde ich hier, hier ist die Layergruppe und gehe hier auf Frieren und schmeiße einfach hier die Layer raus. So, jetzt habe ich schon ein bisschen aufgeräumt. Was ich aber auch nicht brauche bei der Gelegenheit, sind noch weitere, ja, wie sagt man hier noch, Layer. Ich mache zunächst hier die Außenwände mit den Fenstern und möchte hier die Innenkonstruktion einfach ausschalten, weil mir die ich einfach auch nur behindert. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier mal auf eine 3D-Ansicht. Ich hänge meine Maus hier ein bisschen. Machen wir das vielleicht auch ein bisschen größer hier, das Fenster. So. Und 3D wollte ich haben. Jetzt haben wir es. Und können jetzt hier noch eine Bolzkonstruktion machen, die uns dann einfach das Modellieren ein bisschen erleichtern. Und zwar. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, wir können vielleicht auch sagen, dass wir jetzt einfach hier die Fenster modellieren. Und da fangen wir einfach jetzt mit den Fenstern an. Die sind ja Abzugskörper. Das heißt, die haue ich mir auf eine extra Layer. Nehme ich auf den Layer 0 zunächst erstmal. Komme meine Abzugskörper drauf, weil die werden sowieso gelöscht. Und erzeuge mir jetzt zunächst erstmal die Fenster. Dazu gehe ich auf Volumenkörper, dann klicken und ziehen. Und wähle jetzt hier die Fenster aus. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier die richtigen Sachen auswähle und nicht nur die Türen. Dazu schaue ich mal in die Vorkonstruktion, das sehen wir hier. Und die werde ich mal auf dieselbe Perspektive legen, wie halt, lass mal ausschalten, wie wir das jetzt hier angeschaut haben. Ja, ist das die richtige? Ist das dieselbe? Das sollte hier das kleine Fenster am Anfang. Ah, das ist die richtige. Wir sind jetzt hier auf. Achso, hier können wir jetzt, machen wir hier, das ist jetzt hier Nordosten. Also hier, so, das ist jetzt hier, haben wir auch Nordosten. So, jetzt können wir das besser nachvollziehen. So, wenn wir das mal vergleichen, dann haben wir hier ein Fenster, hier ein Fenster, hier ein Fenster, hier auch. Hier müssen wir aufpassen, hier kommt eine Tür, hier ein kleines Fenster, hier ein großes. Okay, also machen wir zunächst die normalen Fenster. Also hier war die Tür, hier das kleine Fenster und hier das große. Also hier die normalen Fenster einmal nach oben ziehen und die Fenster haben eine Höhe. Das können wir entweder in der Vorlagedatei nachmessen, zeigt gleich, wie das geht, oder wir lesen das einfach in der Aufgabenstellung ab. Ja, und das kann ich mal kurz einblenden. Hier ist die Aufgabe. Nein, das ist nicht die Aufgabenstellung. Die hatte ich jetzt hier noch gar nicht geöffnet. So, jetzt habe ich meine Kataloge hier besorgt und jetzt kann ich hier die Höhen ablesen. Und ich sehe, ich habe hier eine Fensterhöhe von, eine Brüstungshöhe von 112,5, ja, und eine Höhe dann oben von 2,12,5 Meter. Und das macht dann eine Höhe der Fenster von genau 1 Meter. Ja, alternativ können Sie natürlich auch ausmessen. Dazu gehen wir in die DWF-Datei und gehen hier auf Markup und Measure und gehen hier auf Längs und messen einfach hier die Länge von hier nach hier und bekommen hier. Das ist sogar 1,31,25 Meter. Ja, berühmte Vorführeffekt. 1,31,25 Meter. Wo ist hier unser Denkfehler? 2,12,5 Meter.
Die Brüstungshöhe 2,12 Meter und die Gesamthöhe. Versuchen wir das mal ganz hier nochmal. Eventuell stimmt die Vorlage nicht. Also haben wir gesagt, die Türhöhe 2,12,5 Meter, genau. Und die Brüstungshöhe ist 1,12,5 Meter. So, da müssen wir mal gucken, wie hier die Höhe ist von dem Fenster, um das zu checken. Da kommen wir auf 2,43,75 Meter. Das ist ein blödes Maß, das ist nicht ein 12,5er Raster. Wahrscheinlich ein Fehler ist da hier in der Vorlage. Ich werde bei der Gelegenheit das korrigieren und nehme da einfach 2,37,5 Meter an und dann minus die Höhe von der Brüstungshöhe, die war, die können wir nochmal nachmessen, die war 1,12,5 Meter, das stimmt. Soweit und da kommen wir auf 1,25 Meter, wäre dann die Fensterhöhe. Wenn wir das haben, können wir die jetzt hier eingeben, das wären dann 125. Jetzt muss ich natürlich hier noch umschalten, so und geben jetzt hier ein 125. Fertig. So, das machen wir jetzt mal die Reihe nach durch, gehen hier hoch und klicken hier rüber. Hier dieses, oh, jetzt habe ich die falsche Fläche hier erwischt. Aufpassen, mal die richtige Fläche erwischt mit Klicken und Ziehen. Hier das große Fenster. So. So. Jetzt haben wir das Fenster. Machen wir jetzt noch die Tür. Die hat eine Höhe von 2,12,5 Meter. 212,5. Halt, Punkt 5. Und das kleine Fenster, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das hat eine Höhe. Ach so, das können wir schnell nochmal nachmessen. Hier im DWF, das Fenster war hier hinten. Na, drehen wir es uns ein bisschen ein, dass wir das besser sehen. So, und messen hier mal die Höhe nach. Und das sind hier 43, dann machen wir das Ganze. Um das auf richtige Maß zu bringen, machen wir das Ganze. Ja, machen wir es einfach 50, ja, eine vernünftige Maße hier kriegen. Also das machen wir 50, also gehen wir nochmal auf hier rein, dann klicken und ziehen ist noch aktiv und machen das hier 50. So, jetzt mal das Ganze noch ein bisschen justieren von der Höhe her. Das heißt, jetzt werden wir hier die Abzugskörper richtig positionieren. Ich klicke jetzt hier drauf, schalte jetzt hier auf den Verschiebegizmo. Ist ja eigentlich eh eingestellt. Okay, dann mal umschalten. Dann auf Verschieben. Und müssen ihn jetzt allerdings hier, da ist glaube ich ein mittig, oder? Ja, oder? Ja, ich glaube, ich gehe davon aus, dass er mittig ist. Und ich will ihn jetzt neu positionieren. Gehen jetzt hier neu positionieren, gehen hier auf die Ecke und verschieben ihn hier auf diese Position. Dann müssen wir die Fenster jetzt noch auf die Brüstungshöhe bringen. Klicken die also alle nochmal an. Und der Gizmo ist in der Mitte. Ja, das ist in der Mitte, muss ein bisschen aufpassen, ne, wenn er in der Mitte ist. Wieder neu positionieren. Ich glaube, man kann es, glaube ich, auch so lassen. Ich glaube, er macht das immer vom. Werden wir sehen. Ja. Ich probiere es mal aus, ob das stimmt, wenn wir es einfach hier ohne neue Positionierung machen und schieben das Ganze auf 112,5. Rüstungshöhe, messen das aber zur Kontrolle nochmal nach. Bin mir nicht ganz sicher, ob man den hier vielleicht doch neu positionieren muss. Also gehe hier mal auf Abstand und messe mal schnell hier nach, ob das wirklich am Ende auch die Höhe von unten dann so ist, also von der Unterecke bis hier runter und das soll dann Z sein von Y. Z ist 112,5. Ja, das passt. Ja, wir hätten den gar neu positionieren müssen, den Gizmo. Checken das nochmal von oben. Die Position passt, die Höhe passt jetzt auch. Ja, und machen jetzt die Außenwände. Dazu gehe ich auf Start und wechsle hier auf den Layer. Außenwände, 3D-Außenwand, macht den aktiv und macht zunächst den Volumenkörper, gehe hier auf Quader, macht zunächst den inneren, den ich dann ausschneiden werde. Und das hat eine Höhe von 275.
So, und mal jetzt den äußeren Leertaste, wiederhole den Befehl. Geht bis hier hoch und jetzt ziehe ich das entsprechend ab. Gehe also auf Volumenkörper, dann Differenz, wähle zunächst den äußeren Körper aus, gehe auf Enter, dann den inneren, gehe wieder auf Enter und habe jetzt hier die Außenwände erzeugt. Jetzt muss ich noch die Fenster- und Türöffnung alle rausschneiden, gehe jetzt hier auf eine Seitenansicht. Gehe dann wieder auf Differenz, wähle hier den Volumenkörper der Außenwände an, gehe auf Enter, wähle dann hier meine Schnittkörper aus. Da muss ich aufpassen, dass ich das wirklich jetzt hier alle erwische. So. Und auch noch die Tür, die ist irgendwo hier auf der anderen Seite. So, wenn wir alle erwischt haben, ja, sieht gut aus. Gehen wir auf Enter und haben jetzt hier die Fenster rausgeschnitten. Und machen jetzt die Innenwände und die Innentüren gehen dazu, machen dazu auf den Layer ja, 3D, machen den Layer 0 erstmal aktiv und schalten die Außenwände aus und machen hier die Innengeschichten an. Da haben wir hier die Innenwände, jetzt wieder, und die Türen dazu. So, wir gehen mal wieder genauso vor, machen zunächst die Schnittkörper. Die werden wir wieder temporär auf den Layer 0 ablegen. Dazu gehe ich jetzt wieder, Layer 0 ist eh aktiv, gehe jetzt wieder auf Volumenkörper, klicken und ziehen. Wo haben wir es? Hier und wähle hier diese Tür aus. Da haben wir jetzt die Linie erwischt. Wiederhole den Befehl, gehe ein bisschen näher ran und jetzt geben wir die Höhe, das war 212,5. Enter. Und das machen wir jetzt der Reihe nach um. Bis auf die Tür mit dem Bogen, die können wir nicht so ohne weiteres machen, die ist etwas komplizierter. Also wiederhole den Befehl mit der Leertaste, sehe zu, dass ich hier wirklich die Höhe erwische. Dieser, ich mal eine Runde rumdrehen. Die Außentür haben wir eh schon. So, näher ran. Zoom. Und diese. Die Türen haben wir. So, wie gesagt, bis auf die Tür mit dem Bogen. Da gehen wir ein bisschen anders vor. Hier muss ich jetzt den Bogen. Ja, das muss ich machen. Mache ich mal eine 2D-Vorkonstruktion ganz einfach. Dazu zerlege ich zunächst hier diesen Block. Oder kann man den auch einfach schieben? Ja, kann man auch schieben. Also tut man hier einfach schieben, gehen auf Kopieren und verschieben den einfach in Richtung der Höhe der Tür. Also das wären 212. 5. So. Und jetzt müssen wir hier noch den Block hier zerlegen. Gehen dann auf Start, dann auf Entern und hier auf Ursprung. Jetzt ist er zerlegt, genau. Und können jetzt hier die Linien hier verlängern. Aber was wir brauchen zu überdehnen, gehen wir hier auf Dehnen und dehnen die Linien. Ah, irgendwie gesperrt, der ist irgendwie leer gesperrt. Nee, eigentlich nie. Machen wir das mal in der Draufsicht. Sollte eigentlich funktionieren. Warum geht es nicht? Versuchen wir es nochmal. Also gehen, das ist auch eine Linie, oder? Ja, eine Linie ist noch kein Block. Also nochmal dehnen. Ja, jetzt macht das. So, und müssen das hier noch schließen. Ja, gehen wir hier auf Linie und schließen das hier unten. So, jetzt gehen wir wieder auf eine Perspektive. Da haben wir jetzt hier ein bisschen das Problem mit dieser Geschichte hier. Ja, vielleicht kriegen wir es auch über Extrusion hin. Bloß Extrusion setzt voraus, dass wir Linien. Ah, wir können einfach das eine Pull-Linie draus machen. Wir können uns einfach hier vereinigen zu einer Pull-Linie. Dann können wir es über Extrusion machen. Ich wollte einfach vermeiden, diesen Block hier zu löschen. Weil der momentan im Weg ist, könnt ihr auf einen anderen Layer legen, ginge auch, dann könnte ich ausschalten, aber machen wir eine Pull-Linie draus, gehe jetzt hier auf Ändern, sage hier Verbinden, das ist dieses. Jetzt habe ich eine Pull-Linie draus gemacht und jetzt kann ich das extrudieren, gehe jetzt auf Extrusion, wähle die Pull-Linie an, Enter und gebe dann die Wandstärke von 25 cm an. Die kann man sich ja auch ausmessen, ja, über Abstand. Können Sie das dann hier nachmessen und da haben Sie die Wandstärke. Jetzt muss ich das Ganze noch aufrichten, dass es in der richtigen Position ist. Klick das Ganze an, rechte Maustaste auf dem Gizmo, sage hier drehen. Jetzt muss ich aber wirklich neu positionieren, beziehungsweise
Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht. Es genügt, das, glaube ich, auch so zu. Nee, 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 das ist nichts. Wir sind doch. Das war Quatsch, die Idee. Wir sind doch neu positionieren. Wir sind ja hier beim Drehen. Also hier müssen wir neu positionieren. Setzen den auf den Punkt, der gleich bleibt. Das ist dieser hier. Und drehen den nach oben. Zur Sicherheit geben wir hier noch den Otto mit an und richten das Ganze auf. So, jetzt haben wir hier die Abzugskörper erzeugt. Und wenn wir jetzt die Abzugskörper haben, können wir jetzt die Innenwände erzeugen und danach wieder die Türöffnung rauslöschen, gehen also auf den neuen Layer und der ist dann hier nicht neu, sondern ist bereits vorhanden. 3D-Innenwände machen wir aktuell und machen erstmal temporär den Layer 0 wieder aus, damit uns die Türen hier nicht stören und erzeugen jetzt die Innenwände. Das machen wir teilweise über Quarter oder über Klicken und Ziehen. Ja, geht sie also auf Quarter und erzeuge jetzt hier einfach ein Quarter und die Raumhöhe war 275. Wiederhole den Befehl mit der Leertaste. Achten Sie darauf, auch richtig die Grenzen richtig zu erwischen. Ja, also den Objektfang auch nochmal überprüfen, habe ich es gar nicht erwähnt. Also gehen wir da nochmal, wo ist er? Hier. Ist man da nicht zu so viel, also passt eh. Endpunkt, Schnittpunkt können wir lassen. Und hier haben wir noch ein paar Öffnungen. Also wiederholen den Befehl Quarter mit der Leertaste und ziehen uns hier diese Wand noch hoch. Diese Wand. Diese Wand. Ja, die Wände hier drüben, die sind jetzt nicht, die sind ja, da sehen wir das Profil komplett. Die können wir über Klicken und Ziehen machen, beziehungsweise über Extrusion. Machen wir einfach mal Extrusion, wählen die beiden. Halt, da haben wir jetzt kein Profil, also müssen wir doch über Klicken und Ziehen das machen. Warum ist keine geschlossene Polylinie? Da müssen wir das doch über Klicken und Ziehen machen und hier auch. Klicken und ziehen und haben jetzt die Innenwände. Jetzt machen wir die Schnittkörper wieder an. So, und schneiden jetzt hier die Türen raus. Ja, können wir das wieder, ja, das können wir auch wieder über diese Fenstertechnik machen. Gehen also zunächst hier da auf Differenz, gehen also auf Volumenkörper, dann Differenz, wählen hier die Wände aus. Das machen wir vielleicht am besten hier über diese. Und kreuzen einmal hier nach oben, ohne die Türen zu erwischen, also oberhalb der Türen. Damals alle Wände ausgewählt, gehen auf Enter und tun jetzt hier über die Fenstertechnik hier die Türen auswählen. Aufpassen, ich kreuze jetzt von links oben nach rechts unten. Das bedeutet, alle Elemente, die komplett eingeschlossen sind, werden jetzt ausgewählt und das sind die Türen. Achte darauf, dass die Wände damit eingeschlossen werden. Ja. Und vorhin habe ich von rechts unten nach links oben gekreuzt. Ja, da werden alle angeschnittenen Elemente ausgewählt und achte darauf geachtet, dass die Türen nicht in die Auswahl mit reinkommen. Gehe auf Enter und habe jetzt hier die Türöffnungen alle ja, rausgeschnitten. Jetzt können wir noch die Außenwände wieder einschalten und den Unterzug konstruieren, der noch fehlt. Also das sind die Außenwände und hier sehen wir noch einen Unterzug. Ja, hier ist die Vorkonstruktion dazu und den machen wir am besten über Extrusion, wählen hier noch den Layer dazu aus. Das ist der Layer 3D-Unterzug. Gehen dann wieder auf Extrusion, wählen hier das Profil an. Na, so, Polylinie passt. Gehen auf Enter und der soll bisher hergehen. Fertig. So, wichtig ist nochmal die Kontrolle. Passt das hier alles? Also nochmal alle Perspektiven durchgucken, wenn irgendwas schief gekommen ist, auch nochmal von oben. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Können wir mal aufs Drahtmodell gehen. Und da sehen wir auch nochmal, dass hier alles wirklich deckungsgleich übereinander liegt. Und ich denke, wenn wir das nochmal vergleichen mit der Lösung, sollte das eigentlich jetzt gleich sein. Wir haben die Fenster ein bisschen anders gemacht. Ja, wir haben da vernünftige Maße gewählt. Aber sonst passt das eigentlich ganz gut. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tutorial.